Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung. Und zwar haben wir den John Deere X9 2020 US-Version bekommen von Azid Modding. Ist erhältlich für PC, Mac, PS4 und Xbox One. Es Pack ist in zwei Stück. Einmal der John Deere X9 1000 hat 630 PS, hat 1200 59 Liter Diesel, 160 Liter AdBlue, 40 km/h Fahrtgeschwindigkeit und Alkoholtank von 14.800 Liter. Anschaffungspreis sind 739.347 Standard, 37.706 im Leasing. Also ein sehr teurer Drescher. Ein Farbblock haben wir von Grün in Black. Aber was sich genau ändert, weiß ich nicht. Habe ich noch nicht gefunden. Dann haben wir Tank Standard. Dann haben wir so einen Tank, der hat 16.800 Liter. Dann haben wir noch eine Nummer größer mit 25.900 Liter. Also 14,8, 16,8 und 25,9. Dann haben wir Reifenhersteller Michelin, Mitas und das war's. Michelin haben wir Transport 710 2RC. Duals, glaube ich. 710 2RC, also Zwillingsbereifung. Dann haben wir dasselbe nochmal mit 4RC. Dann haben wir Duals 802 CR. 4RC. Kettenlaufwerk. Und das war's. Dann haben wir Standard-Lights, dann haben wir Standard-Lights Premium, Deluxe-Lights, Deluxe-Lights Premium und Standard. Dann haben wir noch Sticker. Die tauchen hier auf, da und hier an der Tür. Und wir können uns noch Warn Schilder, sage ich jetzt mal, hinzufügen. Nicht, ja. Das war Drescher Nummer 1. Hier seht ihr auch, was dazu passt. Aber ich habe ein Standardschneidwerk genommen, das passt genauso. Hier haben wir noch einen Drescher, das ist der X9100. 690 PS, 1249 Liter Diesel. 160 Liter AdBlue, 40 km/h Fahrtgeschwindigkeit, Korntank 16,2. Von 16,2 haben wir noch 16,8 und 25,9. Michelin, Reifenhersteller Michelin, Mitas, das war's. Dann haben wir Transport 710 2RC. Dann haben wir Duals 700 10 2RC, dann haben wir das als 4RC, du als 800 2RC und 4RC, Kettenlaufwerk und das war's. Dann haben wir hier auch wieder Standard-Lights, Standard-Lights Premium, Deluxe-Lights, Deluxe-Lights Premium und Standard-Lights wieder. Dann haben wir auch hier die Aufkleber an der Frontscheibe und an der Tür. Und hier können wir halt wieder einblenden. Over Sitze. Der hat einen stolzen Preis von 827.315 in der Anschaffung und 42.193 im Leasing. Also es sind sehr, sehr teure Drescher. Wenn man sich den Vergleich anguckt zu den anderen großen,
Wo haben wir denn? Hier ist noch einer. Der kostet 390.000, also der kostet, die kosten ordentlich Geld. Habe ich schon zwei vorbereitet, die können wir uns einmal anschauen. Das sind die Aufkleber, die ich meine. Da unten steht der andere. Rundumleuchte haben wir auch. GPS ist auch vorhanden. Texturmäßig, ja, hat was. Aber der Tank, der ist echt dimensional. Das ist echt Wahnsinn. Einmal kurz in den Tank geguckt. Das ist schon ordentlich. Dann Zwillingsbereifung. Ich habe einmal Zwillingsbereifung. Da hinten steht einmal Terra Track. Ich würde sagen, wir schauen uns einmal kurz die Beleuchtungen an. Ganz normales Licht, Arbeitslicht, Arbeitslicht. Also wir haben drei, hier Arbeitslicht, da an dem Tank sitzt noch einer. Haben wir noch Arbeitslicht hinten und an der Pipe. Also ist ordentlich Licht. Weil es OS-Version ist, haben wir nur hier hinten die Blinker. Vorne haben wir. Nein, keine. Okay. Das Lüfterrad dreht sich auch. Den Sound haben wir auch. Endansicht. Hier haben wir nochmal Radio. Hier haben wir einen kleinen Monitor. Was ich gut finde ist, wenn man den Mähdrescher anschaltet, ruckt die Kabine so ein bisschen, so wie es in der Wirklichkeit eigentlich auch ist. Das ist jetzt das Standardschneidwerk. Das ist der Strohauswurf. Auch hier oben Korn kommt an und füllt sich. Dann stellen wir einmal um auf. So, du schmeißt auch auf die ganze Breite vom Schneidwerk, so wie sie es eigentlich gehört. Innenansicht nochmal Korntank. Also ist schlicht gehalten, aber es sieht schön aus. Der Joystick ist auch animiert. Digitale Anzeige. Spiegel funktioniert ebenso. Hat was. Haben wir hier irgendwas mit. Ne, haben wir nicht. Also Simple IC ist hier nix, oder. Aber auch bei dem könnt ihr. Ich mach das mal kurz aus. Könnt ihr die beide Maustasten gedrückt halten, nach oben könnt ihr die Tür öffnen. Ruckt zwar ein bisschen, warum auch immer, aber die Tür könnt ihr öffnen. Kann man hier noch irgendwas öffnen? Seht ihr noch irgendwas? Okay, beim ersten Mal hakert es ein bisschen, aber dann geht's. Aber ansonsten ist nichts, was hier noch geht. Aber die Tür könnt ihr öffnen und schließen. Licht geht auch an. Gut. Das war Drescher 1. Nehmen wir Drescher 2. Auch bei dem natürlich, Türen gehen auch auf. Der hat dasselbe wie der andere auch. Da sitzen Blinker und hier hinten sitzen Blinker. Hier sitzt er oben an der Kabine. Und da sitzt ein Blinker. Der hat jetzt die andere Version vom Korn Tank. Einmal Drescher anschalten. Aber sonst sind die genau gleich. Einmal umstellen. Und schon könnt ihr losdreschen. Auch Joystick animiert. Digitale Anzeige. Natürlich, Rundumleuchte hat er auch. Da hat er diese Blitz. Die Blitzer. Aber auch das funktioniert texturmäßig. Ja. Alles wunderbar zu erkennen. Sehr gut ausmodelliert. Auch da, wo der Luftfilter sitzt. Das sieht schön aus.
In die Log schauen wir auch kurz rein. Die Log ist fehlerfrei. Also die könnt ihr euch ruhig runterladen. Wie gesagt, Standardschneidwerke funktionieren. Das funktioniert ebenso. Da steht die Anzeige X9, 10. Ja, 10 ist doof. 1100. Das dazu. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gern einen Daumen nach oben da. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Über ein Abo würde ich mich natürlich sehr freuen. Und um keine meiner weiteren Videos zu verpassen, auch gerne die Glocke aktivieren, die euch immer benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Ich danke fürs Zuschauen. Bis dahin, euer Manuel.